Hallo miteinander zum Regionalwetter für Vorarlberg am 16. Dezember. Momentan liegen wir unter Hochdruckeinfluss, wodurch es derzeit nicht viel Action gibt im Wetter. Wie schon die letzten Tage ist auch heute wieder zäher Nebel über der Täler gelegen. Wie man da im Video gut sieht, ist die Nebelgrenze im Verlauf vom Tag von ca. 1000 Meter auf gut 1300 bis 1400 Meter angestiegen. Morgen haben wir ein ähnliches Bild. Schon von der frühen Werk ist es nebelig. Nebelgrenze dürfte am Morgen bei gut 1000 bis 1100 Meter liegen und im Tagesverlauf wieder leicht ansteigen. Über dem Nebel scheint die Sonne und ist teilweise von einem wolkenlosen Himmel. Im Mittelgebirgslager wird es wieder überdurchschnittlich warm für die Jahreszeit. Und über die nächsten Tage gibt es keine markante Wetteränderung. Das Hoch bleibt weiterhin wetterbestimmend. Das heißt, dass vor allem mit den Tälern bleibt es nach wie vor grau in grau und kühl. Im Gebirge ist es und bleibt es sonnig. Ab Sonntag gehen dann auch im Gebirge Temperaturen wieder langsam zurück. Weil bis dahin haben wir selbst in 2000 Meter deutliche Plusgrade. Und auch in der neuen Woche, beziehungsweise bis Mitte der neuen Woche, tut sich beim Wetter nichts. Es bleibt beim bekannten Nebel-Sonnenbild. Nur gehen Temperaturen wieder zurück. Und wie es denn an Weihnachten ausschaut, das erfahren wir dann im Video nächste Woche. Bis dahin, machen's gut und eine schöne Restwoche.